Hi. Schönen guten Tag, hallo. Hallo, guten Tag. Wie geht es Ihnen? Hallo. 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 Wenn du ihn siehst, sag ihm von mir Hallo. Wie? Hallo. Hallo. Nein. Hallo. Hallo. Genau. Okay. Hier riecht überall nach Thunfisch. Was? Sardelle! Hey, Fischi! Der hängt Scheiße am Arsch. Du musst die Karte abmachen. Ey, ihm hängt Scheiße aus dem Arsch. Digga, das ist Kacke. Du musst es wegmachen. Soll ich die Scheiße vom Arsch machen? Jetzt mal kann unser Fisch nämlich streicheln. Der hier ist nämlich voll der. Der findet das voll geil. Der Schwarze nicht. Ist der Schwarze Feiger? Warum hat der eigentlich Pfeffer neben dem Aquarium? Und Salz? Ja, hallo, guten Tag. Herzlich willkommen an einem Tag im Leben der Firma JP Performance GmbH. Das ist JP, das ist Performance, das ist GmbH. Wir sind draußen. Mein Name ist Fabian Kubik. Wir haben gefühlte 14 Grad. Es regnet den ganzen verdammten Tag. Sommer hatten wir nicht, ist auch schon wieder vorbei. Laufen Sie ein bisschen schneller, bitte, sonst wird das ein ganz komisches Video. Ich hatte mehr Sorge um die Kamera, deswegen. Ja, genau. Ich muss jetzt so tun. Ja, Sie müssen so tun. Bei JP Performance zu arbeiten ist total cool. Komm mal, ein McLaren. Ich muss das jeden Tag machen. Lass mal den McLaren angucken. Ja, komm, wir gehen McLaren angucken. Noch aus dem anderen Winkel gucken, ja, oder? Von vorne. Okay. Guck mal, die machen Fotos von uns. Wink mal. So, wo willst du hin? Ich muss nach oben. Okay, dann gehen wir nach oben. Andersrum. Aufschließe. Mach ich doch. Nein, du begannst. Vorkommen, Lecker! Wo sind Neuhaus und der andere, wie sie alle heißen, Punkt, den ihr jetzt habt? Die kommen dann alleine in die Treppe hoch. Ja, ich hab sie da laufen. Ah! Der Herr Kubik ist letztens die Treppe hier runtergefallen. Nein. Läuft denn hier schon mehr? Ich habe immer das Gefühl, wenn ich nicht da bin, auch drüben im Burgerladen, läuft deine Mucke, ne? Gay Party! Trends 93. Danke, okay, das ist nicht gay. Komm mal, Julian, was ist los? Ja, genau. Ja, komm. Gay Party online! Das ist eine komische. Dein komisches Swingerclub, okay, das war mein Hotel heute Morgen. Sag mal, sind die eigentlich alle nur noch Bodybuilder oder was? Ja. Massbuilder. Geil. Manchmal, ey, Leute, ohne Scheiß, manchmal komme ich mir wirklich vor, als ob ich hier in einem absoluten Irrenhaus arbeite. Ist wirklich so. Hat dieses Irrenhaus auch aufgebaut? Entweder zocken irgendwelche Videospiele oder Bodybuilding oder Shisha. Aber. Das ist hier wirklich, ganz kurz, das ist hier wirklich der absolute Psycho-Club des Jahrtausends. Herr Krämer ist langsam mal seine Mitarbeiter. Als zwei von euch, Foxkörper. Zwei. Nee, drei. Er ist ja noch nicht gefahren. Doch, ich bin da nur vier Runden, fünf Runden gefahren. Okay. Langsam. Was bist du denn gefahren? Dann? 59. Aber das ist den größten Fehler, den man machen kann. Meine Leute, meine Feinde, die Leute, die mich als Feind sehen, wissen das. Niemals den Krämer provozieren. Das ist der größte Fehler. Ist es? Ja, ich bin dümmer kann man das nicht machen. Ja, ich warte. Es wird immer schlimmer. Ja, geh weg jetzt. Es wird immer schlimmer, mein kleines Tier. Genau. Ja, danke für den Abend. Tschüss. Ja, sehr gerne. Ist gar kein Problem. Hier. Oh, romantisch. Motherfuck. Geile Mucke, ja. Hallo, Herr Themel. Hallo. Hallo. Kodieren Sie wieder? Wir kodieren wieder Fahrzeuge. Was kriege ich da hier für eine Kodierung? Der kriegt die Kodierung Nardo Grau. Optisch. Optisch. Die optische Kodierung? Ja, und Abstandshalter. Und dann irgendwas mit Licht vielleicht dahinter machen. Locker. Disco. LED-Technik heutzutage. Ja. Kann ich dir kodieren?
Ne, weil ich komme zurück mit einem neuen Auto, Armando guckt mich an wie mein Vater. So. Wohin? Wie? Also, ja, ist ja wirklich so. Ja, ja. Ist wirklich so. Oder er reagiert schon gar nicht mehr. Der sieht das Auto und macht so. Ja. Ja. Und dann sagt er so Sachen wie, ja, wenn du meinst. Ja, wirklich. Der hat ein ganz anderes Verhältnis zu. Wenn du meinst, das war jetzt nötig, G-Klasse. Toll. Ja, stimmt. Wem gehört die G-Klasse? Mir. Toll. Das war jetzt nötig. Ich finde die einfach total toll. Ja, super. Toll. Richtig toll gemacht. Das ist wirklich Ari. Ja. Manni, schönes Auto. Ne? Rheinbach, fett. Ja, genau. Fabian, so. Hast du gekauft? Sekunde, ganz kurz. Ja. Geil. Ja, ich bin wieder da für Sie. Lobby? Lobby? Ist das deiner? Ah, Rot wäre geiler gewesen. Der in Rot wäre geil. Boah, überleg mal, Alter. Pass auf, Nobi. In Rot. Ja, wirklich. Du, das auch. Aber er hat oftmals recht. Beim 34er ist es ja auch passiert. Ja. Hätte er mir vorher gesagt, den 34er in Rot, hätte ich gesagt, nee. Jetzt, wo der 34er rot ist, sage ich, boah. Geil. Mega Farbe für das Auto. Also egal, welches Auto es ist. Ist egal, so. Und ist auch egal, welche Farbe das Auto vorher hat. Ja. Überleg mal, der in Rot. Das wär's. Alter. Hast du gerade eine Scheibe gesehen? Alter, die Scheibe ist ja mega. Die Scheibe müssen wir uns geben jetzt eben. Aber warte, ein Slow Motion, da kann man das. Ja, 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 ja. Oh. Kuriose Technik. Wir haben wohl Kuriose Technik. 100% sauber. Das ist so eine richtige Fail-Aussage. 100% impotent. Ja, ja, genau. Ja, ja. Stolz drauf. Hä? 100% sauber? Mach den Aufkleber ab! Nein! Doch! Boah, das riecht aber auch original nach Dortmund Taxi, ne? Das ist? War das ein Dortmund Taxi? Nein, das ist ein Saluis. Ehrlich? Saluis? Ein 10er ist drauf, ne? Du weißt Bescheid. Das wäre jetzt wirklich schon 10 Euro gewesen. Ja, aber wir sind ja noch nicht. 10 drauf. Euro? Findest du das teuer bis jetzt? Also 10 Euro finde ich von Dana hier schon gerade, da bin ich mal gelaufen. Du hast sie. Oh, du bist gut gefahren. Aber das ist wieder nicht verändert, das war halt immer so. Also das ist 2016 das letzte Mal geeicht. Ah, genau. Gewesen. Krasse Scheiße. Das ist teuer, Marco. Als Kumpel mache ich dir halbe Preis. Okay, halbe Preisbeleger. Was ich aber auch spüre ist. Dass der Winter kommt. Verdammte Scheiße! Ey, Hammer, oder? Ekelhaft. Ekelhaft. Ist Insider, ne? Der Krämerchef ist immer nackt. Und gestern Abend habe ich mir schon überlegt, ob ich wieder was anziehe zum Pennen. Boah, ernsthaft? So kalt ist es schon. Was? Hallo, guten Tag. Ciao. Ciao. Meine Fresse. Leg das Handy rein und fahr einfach cruisig oder fahr ich... Du fährst, wie du Bock hast. Die soll ja anhand deines individuellen Fahrverhaltens sagen, ob das für dich geeignet ist. Mein Fahrstil ist sehr individuell. Es ist ja auch ein Test jetzt für ist uns. Ist denn ne? auch der Winkel von dem Handy wichtig? Oder wenn das nicht in Fahrtrichtung ist? Nee, das kannst du reinlegen, das rafft dann. Ja, okay. In welche Richtung. Weil es kann auch passieren, dass das Handy manchmal zur Fahrtrichtung quer ist. Nee, das macht nichts. Also. Super. Du lädst lachst du noch, du kleiner Sack. Das ist mal lau. Das auch von Lau. Das auch von Lau. Mr. Officer. Hast du die Dings dabei? Nee. Wo hast du die penetriert? Irgendwo da hin, ne? Soll ich das selber oben jetzt mal so folierungsmäßig schneiden? Gerne. Herr Leclerc! Sie sind so ein Slowener! Tut der ein Businessman sein? Was denn Kubik sein neues Auto? Brauche ich ein Thermometer im Reifen? Vielleicht kommt das ja. Ganz ehrlich? Mhm. Kam jetzt gerade, nachdem ich es gesagt habe, ziemlich vor. Mhm. Okay. Es gibt schon Reifen, die Oberfläche-Temperatur wissen. Oder dem Fahrer sagen. Vielleicht werde ich Entwickler. Weil du schon... Sonnen.
von Gehirnzellen. So ein Brain. Meine Synapsen sind komplett entwickelt. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Da kann mir keiner was sagen, aber so ein Saugmotor, wenn der direkt Kraft hat. Ja, aber du hast allgemein keine Kraft, Digga. Weißt du? Natürlich hast du von deinem 100% Kraft, hast du am Anfang viel Kraft von deiner 100%, aber deine 100% sind halt Kack. Weißt du, im Vergleich zu Hass. Purer Hass. Triebe schaltet, ist etwas schwergängig gerade. Doch, Gänge sind alle noch da. Das ist schon mal gut. Yeah! Okay, okay. You ready, man? Hm? Oh. Ich sage dir doch. Mensch. Gerlo Kiste, ich sage dir. Ich komme hier gar nicht raus da. Ich sage dir. Wo Ehrfurcht müsst ihr eigentlich alle voll in die Eisen steigen, wenn ihr den E30 sehen. Ich sage dir. Langsam wird der Dall auch so ein bisschen fitter und ein bisschen wacher, ne? Werde ich das? Ja, so langsam ein paar Sprüche hier und da. So ein bisschen Jean-Pierre, du bist ein Pisser, hast du gefurzt. Ne? So ein bisschen lockerer wirst du. Okay. Dass ich da nicht hingehe, weil ich mir da zu fein zu bin. Im Gegenteil, ich bin mir eigentlich für nichts zu fein. Das stimmt. Aber hinten am Tor teilweise kommen wir gar nicht mehr rausgefahren. Ja. Und das Ding ist, das Tor geht auf, wir wollen rausfahren, wir bleiben stehen. Und das Auto fährt auf dich zu und du denkst dir so, hä? Was machst du, wenn du an der Ampel vorüber gehst oder sowas? Wir haben den Grill in Schwarz. In Schwarz, genau. Und manche haben ihn in Grau. Und ich will ihn definitiv in Schwarz. Alles schwarz. Genau. Baby, Wir haben noch eine Möglichkeit, dass du es wirklich schon siehst, bevor das Fahrzeug gebaut wurde, dass das Fahrzeug auch fährt. Köstlich. Köstlich. Und weißt du, wer auch hier ist? Pass mal auf. Game of Drones? Game of Drones? Guckst du Game of Drones? Ich hab's gerade gesehen. Das ist aber jetzt peinlich. Boah, Digga. Wieso ist das peinlich? Weil das Star Wars ist, Digga. Warte. Deswegen sind die Videos. Deswegen sind die Videos. Der Schauspieler, der spielt. Jetzt wird's peinlich. Komm. Was ausschlägt. Also, der schneidet die Videos, richtig? Ja, das tut mir leid. Und du sagst, dass. Wenn ich hab's. Das sag bloß du auch. Dass Darth Vader bei Game of Thrones mitmacht. Pass auf, das ist. Ja, verstehe das. Ja, auf jeden Fall. Die Leute bei Daniel absagen, dass Darth Vader bei Game of Thrones mitgemacht hat. Ich muss Game of Thrones noch mal genauer gucken, ob da ein Typ mit einer Maske durch die Gegend rennt. Ich glaube aber eher weniger. Du, ich weiß nicht, ob ich manchmal vorkomme. Nein. Als ob ich so ein Hund bin. Ihr werdet euch freuen über ein Video, das jetzt gerade gedreht wird. Mit dem Nobby. Hallo. Und wir haben ja bei Audi ganz viele tolle Sachen uns angucken dürfen. Und da haben die Jungs von Volkswagen gedacht, wie? Wir haben doch auch coole Sachen. Willst du dich auch mal angucken? Und da habe ich gesagt, was hast du denn? Wir haben ein mit. Das muss ich jetzt als Delfin machen. Okay. Oder Schiffshorn? Auch gut. Okay. Und da habe ich gesagt, leck mich. Und die so, nein, wirklich. Haben wir. Und da habe ich gesagt, ja, da will ich mal fahren. Vorne große Keramikbremse. Die ist vielleicht so groß, da kannst du einen ganzen Häuserblock mit bremsen. Guck mal an. Passt auch gerade so rein. Kannst du machen. Okay. Innenfarbe, Außenfarbe, auch geile Kombi. Jetzt sieht man da schon so einen roten Knopf in der Mitte. Ja. Was ist denn ein Gabelstapler? Ein Gabelstapler oder was? Not auch. Ich habe eine Idee, was wir machen. Ich mache jetzt einmal das Tastaturkontrolle aus. Ready? Ja. 80. Angetriebenes Auto. Guck mal auf den Tacho. Ja,
witziger. Also wir müssen auf jeden Fall hinten was finden, was ein ganz Stück trockener ist. Und dann... Im Tunnel haben wir keinen Empfang. GPS. Können die Satelliten nicht in den Tunnel reinhauen? Die sie oben so baumeln. Aber der Sitz an sich ist sehr schön. Ist mega. Reden wie so Tunden. Ja, schönes Leder. Und die Naht. Aber hier fehlt die. Aber auch der Nobby sagt, das Alcantara passt nicht ganz zum Sitz. Ach so. Oh, sexy, kommt mir wieder entgegen hier. Oh. Was macht ihr denn? Wir verstecken uns vom Chef. Wo ist denn der Chef? Der ist doch oben im Büro. Ja, auch. Ja, der hat ein Eis hier genommen. Sag ihm aber nichts. Ja, okay. Mach ich. Sag ihm nicht. Nee, aber. Der sagt's ihm. Der sagt ihm sowieso. Hundertprozentig. Herr Kubik? Mhm. Da sind wir da. Wir sind wieder hier. Freut mich. Hallo. Weil der Krämer muss morgens, wenn ich meine Schokohasen belustige, brauche ich einfach ein bisschen. Hast du eigentlich schon Post bekommen oder Infos bekommen? Da gibt eine fette Anzeige. Dem Nobby haben sie mir das Auto weggenommen. Ja, das schon erzählt. Ich fahr da gleich mal vorbei. Ich kriege ja einen Haftbefehl. Wenn du nicht wie ich so. Dann bist du ein Rapper. Wie so ein Rapper. Hafti. Da bist du ein Rapper. Erzähl doch mal eben den Leuten von deinem letzten Trip zu Köln, die dir bei Louis Vuitton erzählen wollten. Oh ja, ich geh mal im Ausklo. Okay. Das war was gewesen. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Was ist denn genau passiert? Ja, ich war bei Louis Vuitton, ich brauchte eigentlich einen neuen, wie heißen die denn, diese Dinger, die über die Klorolle drüber kommen, weißt du? Die Oma hat die immerhin gehäkelt. Ja, genau. Godard hat die natürlich von Louis Vuitton. Ja, natürlich, ja? Natürlich. Die waren ausverkauft. Die waren ausverkauft. Und gibt's die nicht auch noch von Chanel oder Prada? Ja, so einen billigen Rotzkauf. Okay. Verständlich. Ja, das ist, also irgendwann ist auch gut. Ne? Okay. Ist schon gedacht, da waren gerade zwei, die sahen aus wie aus Düsseldorf. Da habe ich gedacht, der Hund packt die sich jetzt in den. Moin! Guten Moin! Guck mal, Rocker. Wer ist das? Fass. Rocker, komm her, hast du gut aufgepasst. Und wie war? Ja, ich habe gerade von meiner. Wie heißen die denn die Dinger? Die Oma häkelt doch immer so Dinger für über die Klorolle drüber. Ja. So, und die gibt ja auch von Louis Vuitton. Ja, richtig. Ja, die waren ausverkauft. Wie kann man doch das individualisieren? Ja, habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann Louis Vuitton gekauft und gesagt, da muss jetzt überall GD drauf. Godard aus Düsseldorf. Die haben jetzt 7 produziert und jetzt habe ich den Laden dazu gemacht. Achso, an die Chicksen da draußen. Sorry. So, komm mal mit. Wie alt das schon ist und wie krass das noch aussieht, ne? Voll, voll krass. Ich glaube, bei dem Auto sagt jetzt Armando, dass er es gut findet. Der sieht gut aus, ne? Ja, super. Oh, scheiße. Wenn er so antwortet, ist das Sarkastischste, was... Ja, super, ganz toll. Man kann ihn einfach nicht beeindrucken, ne? Doch. Egal. Ja, mit was denn? Honda Accord. Okay. Denn wir haben den 12., stimmt das? 13. 13. Freitag der 13. Und ja. Ehrlich jetzt? Ja. Egal. Auf jeden Fall haben wir mega gutes Wetter. Yes. Also für den 13.10. haben wir schon mega geiles Wetter. Der Cremo war nämlich gerade wieder eine Markus-Lanz-Show abziehen. Oh, ja. Again. Geil, ne? Wer weiß, wofür es dient? Ja, warum die den Cremo da auch reinschmeißen in das Ding? Da sollen wir gleich mal gucken. Und dann fährt der Joni gleich auch noch mit. Ja, sicher. Also auf dem Beifahrersitz. Alter. Oder willst du fahren? Ja, genau. Ja, das einmal. So, wir brauchen wirklich nur Klick. Armando! Armando! Experiment. Perfekt, ne? Guck mal. Ja, das ist irgendwie so eine kreative Idee. Ein Experiment. Und zwar, im Titel stand es bestimmt schon, glaube ich. Oder? Oder haben wir so doll geteased? Das Experiment. Das Experiment. Das Vorhaben. Dum, Punkt, Punkt, Punkt. Dum, dum, dum.
Dum, dum, dum. Aber trotz alledem, ein Auto, was schneller von Punkt A nach Punkt B kommt, kommt schneller von Punkt A nach Punkt B. Schauen Sie mal die schöne Sonne. Ja. Schauen Sie sich mal diesen Sonnenuntergang. Wunderschön. Wunderschön. Sieht es gut, ne? Aber eigentlich verboten, hier habe ich gehört. Yeah. Wow. Aufstehen, Julian. Es gibt, ich kenne keinen Menschen, der so gerne lacht wie du, mein kleines Pferdchen. Don't do it again. Scheiße, Musik. Yeah, yeah. Oh. Ey, Musik, ey, ne? Ey, ey, ey. Alter, hast du das alles drauf? Ja. Aber so. Ja, hab ich. Yes. Aber wisst ihr eigentlich, wie das Auto, weiß man eigentlich, was für ein Auto der Kubik fährt? Ja, also ein bisschen, ne? Ja. Kubik hat sich ein C63 AMG Kombi in Weiß gegönnt. Geil. Ching. Pass auf, Kubik. Wenn ich jetzt treffe, kriegst du Felgen geschenkt. Komm, 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 komm. Jetzt musst du Felgen rausrücken, Herr Krämer. Wir gucken mal, was wir so finden. Ja. So, Herr Kubik. Ja. Ja. Da sind noch Reifen. Was hätten Sie gerne? BBS? Da sind noch die Reifen. Wo? Oh, das sind deine sonst nett. 305? Ja, die machen wir drauf. 305, 30, 22 auf der C-Klasse. Richtig geil. Ja. Guck mal, hier haben wir noch einen. Was kriegst du? Alle Wetterreifen. Alle Wetterreifen? Ja. Du arbeitest bei JP Performance? Ja. Jetzt mach weniger Arbeit, komm ich besser, damit die ein bisschen mehr Performance hat. Welche Luftfest fährst du? Du weißt nicht, was für ein Lochkreis ein Auto hat? Nee. Weißt du, was für ein Lochkreis ein Mercedes hat? Fünf. Fünf? Mal zehn. Er macht die Burger. Frag mich. Was für ein Lochkreis hat er denn Mercedes? 112. Oh, Momo. Yes. Und er filmt dir. Der hat ja auch hier Autotest und so. Ach so. Ne? Ja, da war ich da auch so viel Felgen dabei wechseln. Ach nicht? Nein. Das wäre eigentlich ganz geil hier, ne? Ganz cool, ne? Sag mal, oh ja, ja, ich glaube, die wäre ganz geil. Wir gucken mal. Hat der Kubik Rotiformräder verdient auf seinem Auto? Weiß Armando! Der weiß ja nicht mehr, was für ein Lochkreis der hat. Rotiformräder für Fabian, lohnt sich das? Nee. Weil der Fabian mag eigentlich eh alles komplett Schrott. Meine Hose auch, guck mal. Pass auf, wir machen einen Deal. Ey. Warte. Du kriegst die Räder. Oh, ist das eklig. Hallo. Du kriegst die Räder. Oh, jetzt bin ich schon wieder am Arsch. Bevor aber der Deal losgeht. Aber wenn du eine Macke in die Felgen machst. Ja, komm ich eh nicht mehr hier hin. Wenn du eine Macke in die Felgen machst, ne? Dann reiß ich dir wirklich den Arsch auf. Das Schlimme ist, der meint das ernst. Ja. Das ist jetzt nicht so dahergesagt, dass der jetzt sagt, yo. Ja, oh. Steht ja eh die meiste Zeit rum, weil der Kubik mehr Platten hat als alle anderen auf der Welt. So, Herr Kubik, wie wär's denn hiermit? Hm? Nehm ich. Willst du mir einen Antrag machen? Ja. Nicht jetzt. Frag mich jetzt. Nein. Frag. Okay, Fabian. Willst du meine Frau werden? Ja, ich will! Nee, ich bin schon verheiratet mit denen da. Wem? Mit denen. Und denen und denen. Komm her. Lass mal jetzt hier liegen. Ah, guck mal, da hab ich. Ja. Movos Taschenmesser. Ja. Dankeschön. Vielen Dank dafür. Aber Herr Kubik, dass wir jetzt auch Ihre Dienstleistung bringen müssen in diesem Video, ne? Ja. Erklären Sie doch mal eben, gehen Sie doch einmal mit der Kamera alleine weg und erklären Sie doch mal, wie der Alltag hier ernsthaft im Unternehmen wirklich ist, was hier wirklich so passiert. Ernsthaft? Mhm. Reicht das in einem Video? Ich glaube, das wird eng. Ernsthaft, ich mache jetzt hier weiter. Machen Sie mal weiter. Und Sie gehen mit und erzählen den Leuten mal so ein bisschen was aus Ihrer Sicht. Aus meiner Sicht. Aus Ihrer Sicht, wie der Chef so ist. Können wir gehen dann noch zurück. Ernsthaft. Ja. Ist auch perfekt, dass er genau uns zwei dafür wegschickt. Ja, ne? Die beiden größten Eierfeilen hier. Oder ist auch gut, dass wir halt einen Chef haben, der dementsprechend kreativ ist und in seinem Kopf so durch ist, der Typ. Der kommt mit Ideen um die Ecke morgens, wo du noch total verpennt da sitzt und dir denkst so, boah,
richten wir ins Bett. Dann kommt er rein, weil er seine kreative Phase in der Dusche hatte, kommt rein und haut dir Sachen um die Ohren, wo du so denkst, A, wie kommt er da drauf? Und B, wann hat er Zeit, sich Gedanken darüber zu machen? Wie viele Nachrichten hast du morgens von Johnny, wenn du aufstehst? Oder sagen wir mal, manchmal mehr, manchmal weniger? Was war das Maximum? Pass auf, ich kann es dir so jetzt nicht sagen, aber ja. Kann ich jetzt raussuchen. Das kann ich dir jetzt aus dem Stegreif eben sagen. Da werden die Leute wieder sagen, wie bekloppt, das kann man viel besser organisieren. Ja, gibt es 1000 Sachen oder sonst was. Ich habe gemeinsame WhatsApp-Gruppen mit Jean-Pierre. 114 Stück. Ja, 114 WhatsApp-Gruppen. Krass. Und das ist einfach, hallo, wir brauchen doch eben 2 Minuten ohne dich. Ich muss hier los. Ja, du musst dich einmal noch kurz gedulden. Ich bin noch nicht so weit. Das ist gerade sehr interessant. Ja, 114 WhatsApp-Gruppen, weil der Typ einfach in seiner kreativen Phase und so, ich weiß nicht, wie der das macht und wie der, wenn ich es schon nicht weiß, kann es keiner wissen, weil ich bin quasi sein Backup und mach das ja alles mit ihm zusammen und unterstütze ihn da so weit wie möglich, aber was der Typ hier abfeiert, ne? Ja. Muss ich wirklich sagen, Herr Krämer, wenn Sie dieses Video sehen, wovon ich ausgehen werde, weil Sie alle Videos sehen, weil Sie jedes Video akribisch abnehmen, weil Sie der Chef sind, was aber auch gut ist, auch wenn meine Haare jetzt nicht geschnitten sind. Chapeau. Zieht den Hut. Also das ist wirklich eine Leistung, die hier vollbracht wird. Chef ist eigentlich das falsche Wort. Findest du, dass er ein Chef ist? Nein, eigentlich nicht. Weil der ist kein Chef. Aber der ist der Papa hier. Ja. Der kümmert sich um alle seine Schäfchen. Und der ist halt wirklich ein guter Typ, ein ehrlicher Typ, geradeaus. Und wirklich, egal was du hast, egal welches Problem, ob du die größte Scheiße der Welt gebaut hast, du kannst zu dem hingehen. Der wird nicht begeistert. Wenn du jetzt irgendeine Scheiße gebaut hast, wird der nicht begeistert sein und sagen, hey, geil. Der wird dir auch dementsprechend was dazu sagen. Aber der ist auf jeden Fall ein Typ, auf den du zählen kannst. Und der trotz all dem Ganzen drumherum sich auf jeden Fall für jeden hier die Zeit nimmt und guckt, dass wir alle, ne, alle happy sind. Und sind wir auch. Die Stimmung hier ist ja, die sucht seinesgleichen in anderen Firmen. Würde ich auf jeden Fall sagen. Also das, was wir nochmal irgendwo gibt. Das glaube ich auch nicht. Und dementsprechend würde ich einmal sagen, guck mal, jetzt kommt er schon wieder lauscht. Ich sag aber. Ich sag aber trotzdem, alles das, was ich heute erzählt habe, ist natürlich nur mit dem Kollegen möglich. Deswegen möchte ich jetzt abschließend einmal sagen. Ziehen. Danke, Andrea. Ja, sehr. Hallo. Was war? Oh, jetzt müsst ihr euch aber am Arm. Was hast du gesagt? Nix. Du bist selber scheiße. Ne, Amando? Also mal ähnlich aussprungen, wie scheiße der ist. Ja. Du hast einfach mal. Ja, einfach mal in die Kamera. Siehst du, Daniel, und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das denkt hier jeder in der Firma. Das Loch wird bei jedem Schritt größer. Das war heute Morgen, war das so. Gut. Falls hier hilfiger, ne? Ich trage immer hilfiger Jeans. Ich kaufe die im Sale, weil ich bin zu geizig, eine neu zu kaufen. Also ich kaufe die, wenn die reduziert sind, so für 60 Euro oder so. Ja, bei jeder, jetzt weiß ich dein Argument, sage ich gleich noch. Bei jeder scheiß hilfiger Jeans habe ich, ich besitze so einen Einleger im Schritt, ja, und die sind alle genäht. Jetzt sagst du natürlich, ja, guck, weil du zu fett geworden bist, kauf mal Hose in deiner Größe. Ja, mache ich. Die ist in meiner Größe, weil guck mal hier, ne, die sitzt hier nicht eng oder so, die kann ich tragen. Aber die reißen in meinem Schritt. Jedes Und das Mal. Liegt daran, weil du so unheimlich riesengroße Schlepphoden hast. Nein, das ist, ich weiß, ich habe fette Oberschenkel, ja. Aber guck mal, ich rede gar nicht über deine Oberschenkel. Was denn? Felgen? Du hast fette Felgen. Ja. Fette Party. Ja. Die sind auch, die sind männlich. Die sind schon männlich. Ist fett. Aber ich hab mich schon verabschiedet von den Felgen. Ja? Ja. Sind auch meine. Rest in Peace, traurige Musik. Ich kann ja Engel fragen, ob der so eine extra dicke Folie hat, die er auf die Kante folieren kann. Mach die wirklich nicht kaputt. Ja, die Scheiße ist, umso öfter du das jetzt sagst, umso mehr, dann sitze ich im Auto und denk mir so, pass einfach auf. Mal hör das nochmal, Kupplung, Automatik, ach scheiße, Wischer. Nee, pass einfach auf, mach die wirklich nicht kaputt. Ist ja nicht so, dass ich jemals eine der zwei Felgen, vielleicht, wenn überhaupt, die ich mal kaputt gemacht habe. Zwei, ja. Manu, ist gut, ne? Komm her. Schon same sex hier. Wären die Felgen nicht eigentlich viel besser bei ihm aufgehoben wie bei dir? Ja. Die Vorderachse passt sogar an uns in Triering. Die Hinterachse aber nicht. Nee, das wird schwierig. Die können wir drauf machen und dann mal ablassen. Nee, das machen wir nicht. Glaube ich. Doch, also, wir können. Du hast den ersten. Ja, weil wir diskutieren noch und streiten sich noch ein bisschen. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Runde Porn. Der Kubik hat eine dicke, fette Hose an. Hosenporn? Ja, mit dem Schlepphoden. So, wir ist Schlepphoden Party hoch 10. Wir machen jetzt Tschüss, Ciao, bis zum nächsten Mal. Felgen kommen drauf, mach sie kaputt. Und ich reiß dir deinen verdammten Arsch auf. Peace.
Hast du einen Prüfstand im Haus, hast du einen Prüfstand im Haus, ne? Aber auch hast du ein Fotostudio im Haus, hast du ein Fotostudio im Haus, ne? Hab ich. Aber auch wie erwartet, ne? Ja, ja. Baby. Baby, Mach mal. Baby, Baby, Wir wollen unseren Clubsport erstmal so ein bisschen auf die Zähne fühlen, so ein bisschen auf die Zähne. Auf die Gauleiste. Auf die Gauleiste fühlen. Wer hat das Rad eingeschlagen? Wer hat denn das Rad an meinem BMW eingeschlagen? Wenn es eine Sache gibt, die Herr Krämer nicht mag, ist das das. Ich hasse Autos mit eingeschlagenen Rädern. Autos müssen immer so stehen. Baby. Voll wirklich gelacht. Das ist hochprofessionell, wie nennt man das, Nobby? Hoch. Genau. Achtungsvoll. Hochachtungsvoll. Ihr Herr Krämer. Herr Krämer. Alles klar? Ja, Mann. Ey, Digga, habt ihr eine Waage hier noch? Du willst Müll abgeben wahrscheinlich, ne? Nee, ich will das Auto einmal wiegen. Das Auto wiegen? Ja, pass auf. Dann musst du die Hannoversche Straße bis zum Skoda-Händler fahren. Ja. Und dann links runter. Und da stimmt, ist da ist jetzt die Waage. Ganz genau, hier ist das nämlich nicht mehr. Okay, wenn Digga. Wenn ihr auch keinen Müll abgeben müsst, dann ist das sowieso chillig. Ey, hast du jetzt einen Burgerladen? Ja, Mann. Und du isst hier so eine Stulle, Alter. Ja, was soll ich machen? Ich wollte unbedingt mal kommen, ey. Komm vorbei. Hau rein. Das Schöne, was ich finde, ist, Dortmund bewegt sich, finde ich, immer selbst. Ja, das ist echt so. Und ich kannte den nicht. Aber ich finde, dass diese Stadt sehr, sehr nah beieinander ist. Du kannst ja mit jedem, und was geilste ist, wenn wir zum Beispiel zum EDG fahren und die Dortmunder Männer kommen so über die 50 hinaus, dann ist der erste ein richtiger Knüsselkopf. Was, wie, Waage? Ne, geht nicht. Du bist doch der eben den Autos, ne? Ja. Willst du nur wiegen, ne? Ja. Ja, komm, warte auf. Warte auf. Ich sag dem Chef nichts, weißt du? Und das ist so, so süß. Ja, ist es wirklich. Weißt du, so in anderen Bereichen Deutschlands, nee, das dürfe ich nicht machen. Das ist in meinem Arbeitsvertrag, das hinterlegt. Ich darf keine Privatwiegeprozesse hier durchführen. Dann ist er damit durch. Ja. Auf Wiedersehen. Hier nicht. Jetzt mache ich so groß Werbung, gar nicht so ein richtiger Knüsselkopf da. Mehr hab ich doch gesagt! Okay, verpiss dich von meinem Wunsch. Gerdo, kiesst dir doch. Verpiss dich! Ich sage dir! Und dann der, ne? Mann, no! Ja. Aber müssen die Augen auch immer. Wie ich gesagt habe. Wir packen eben die Waage schon mal raus, warte. Okay. Geht klar? Hä? Geht klar? Ja, klar. Ach, wie cool. Und ich so. Ja, wir bauen so einen Golf und so und wollen damit auf eine Nordschleife und wollen gucken, wie schnell der so ist. Dann wollen wir einmal vorher wiegen, weil wir den jetzt nochmal modifizieren, wie viel der leichter wird. Ja, und jetzt? Soll ich den bauen oder was? Nee, ob wir den wiegen dürfen. Ja, wenn der LKW runter ist, fährst du drauf. Kannst selber ablesen, ne? Oben ist ein Display. Darf ich? Ja, klar darfst du. Also ganz selbstverständlich, ne? Ja, aber manchmal weiß man nicht, ob man ihm trauen kann oder nicht. Und es ist halt so in Deutschland so, nee, das ist meine Waage. Die Waage dient zur Müllentsorgung. Aber das ist so schön, weißt du? Mhm. Die Waage ist ja da, fahr doch drauf, du Pisser. Ja. Schon schwerer als ich dachte. Ja? Ja. Wie schwer darf er denn sein? Ich hatte gehofft, dass er 1200. Ich meine, der ist jetzt halber Tank. Haben die denn vorgegebene Gewichte? Nein. Wir dürfen so leicht bauen, wie wir können. Ja. 1,3 ist schon eine Nummer, du Scheiße. Da hätte ich aber auch nie gedacht, du. So, ein bisschen weg. Danke sehr. Ja, viel Spaß noch, ne? Haben wir. Gebt alles. Guck mal hier, Manus Auto. Mucke, Alter, hör mal. Alter, hör. What the fuck? Was mit dem Frau? Manu! Komm, wir gehen zum Fenster. Hallo, mein Freund. Komm mal her. Wie geht es dir denn? Jetzt erzähl mal ganz in Ruhe. Was ist denn so los? Meines Zuhause ist nicht weit weg von hier. Und wo ist deine Zuhause? Ich weiß nicht. Hückelhofen. Wo? Hückelhofen? Hückelhofen kenne ich. Aber Samstag bin ich in das Fernsehen.
Warum? Was machst du im Fernsehen? Sprichst du die Tagesschau? Nein, Tagesschau nicht. Ich habe ein Video von dir aufgenommen. Yeah. Ich fahre eine Runde, weil der Jonas, sagt ja. Jonas mal hallo. Hallo Jonas. Hallo. Der Jonas und ich drehen ein Video über das Auto hier. Ist korrekt. Luftfahrwerke begeistern selbst Kinder. Bis später. Hey Buddy. Hey Yannick. Wie geht's dir? Ach, so.